Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her zu dieser Pressekonferenz. Ich freue mich, dass wir wieder mal die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, schon länger her, die letzte Pressekonferenz. Aber ich glaube, es gibt einiges, was dringend in diesem Format auch zu besprechen ist. Ganz besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle Puls 4. Ist vielleicht ein Vertreter von Puls 4 hier irgendwo im Raum? Okay. Aha, nur der Kameramann, ja. Na, aber ich gehe dann davon aus, dass man bei Puls 4 dann auch entsprechend den Livestream, den man dann ja nachliefert oder den Sie vielleicht liefern, entsprechend verfolgt. Und ich sage das deshalb so ausdrücklich, weil heute in der Früh Puls 4 im Frühstücksfernsehen etwas gemacht hat, was mich zu diesem Kommentar veranlasst. Also da gibt es das Frühstücksfernsehen und dann in diesem Frühstücksfernsehen eingebettet, das sind dann die Nachrichten, das sind die Kaffee-Puls-News. Und in diesen Kaffee-Puls-News hat der Redakteur, ein gewisser Herr Wirl, hat dann darauf hingewiesen, dass es heute diese Pressekonferenz von mir, von Seiten der Freiheitlichen Partei geben wird. Und dann hat er dazu gesagt, und weil Kickl bei seinen BKs mitunter ziemlich viele Unwahrheiten von sich gibt, gibt es dann auch gleich einen Faktencheck dazu. Ich habe dann auch einen Faktencheck gemacht im Zusammenhang mit der Ankündigung von Puls 4 bei diesem Nachrichtenblock und habe da gleich etwas beizutragen. Herr Wirl hat mich dort als Impfgegner bezeichnet. Das ist unrichtig. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin gegen vielerlei Krankheiten geimpft seit meiner Kindheit. Ich werde das auch in weiterer Folge so handhaben. Das Einzige, was ich bin, ist, ich bin ein Gegner des Impfzwangs. Sehen Sie, und das bringt mich auch zum Thema der heutigen Pressekonferenz. Das heißt, wenn schon Fakten checken, dann bitte ordentlich. Und wenn schon Fakten checken, dann bitte auch diejenigen Fakten checken, die im Zusammenhang mit Pressekonferenzen der österreichischen Bundesregierung und der Landeshauptleute seit 2 Jahren im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen unter die Bevölkerung gebracht werden. Die sind nämlich besonders überprüfenswert, einfach deshalb, weil das, was von diesen Leuten dort gesagt wird, dann auch einen unmittelbaren Niederschlag in der politischen Arbeit hat und weil das für die Bevölkerung 1:1 spürbar ist in all den grauslichen Auswirkungen, die alle diese Ankündigungen haben. Also ich freue mich dann auch auf die Faktenchecker bei Puls 4 im Zusammenhang mit den Pressekonferenzen der Bundesregierung und der Landeshauptleute. Und wir werden einmal sehen, ob es hier einen Unterschied gibt zur Berichterstattung über die Freiheitliche Partei und der Berichterstattung über die Regierungsaktivitäten. Wenn das offenkundig der Fall sein sollte und die einen besser oder schlecht und die anderen schlechter behandelt werden, dann erklärt sich mir auch, warum der Auftritt eines Bundeskanzlers am Tag der Impfzwangentscheidung bei Puls 4 von mageren 68.000 Zusehern verfolgt wurde. In der Medienbranche ist das gleichbedeutend mit einem Auftritt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich wäre die Sache ganz, ganz einfach. Die Pandemie ist im Wesentlichen vorbei. Ich würde sagen, dass das eigentlich die internationale Erkenntnis ist, die sich jetzt überall auch durchzusetzen beginnt. Omikron macht es möglich, ist man fast versucht zu sagen. Das ist also das, was eigentlich mehr und mehr zum Common Sense wird. Und Common Sense sowohl im wissenschaftlichen Bereich, dort, wo also die Virologen und Epidemiologen den Ton angeben und davon abgeleitet natürlich auch im politischen Bereich. Und ich darf Sie nur darauf verweisen, dass gerade jetzt aktuell wieder der deutsche Virologe Streeck davon gesprochen hat, dass sich die Welt aus der Pandemie nicht herausimpfen wird können, dass von diesem Traum, den da manche geträumt haben und von diesem Versprechen, hier den Gamechanger in der Hand zu haben, nichts übrig bleibt, außer die Komponente des Selbstschutzes. Und auch dort haben wir es natürlich mit einer sehr begrenzten Wirkung zu tun. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, und ich glaube, Sie teilen meine Ansicht, dass die Österreicher genetisch irgendwie völlig anders gebaut sind als die Spanier und die Portugiesen oder, um ein Land in unserer Nähe zu nennen, als die Schweizer. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, dass das, was in Österreich Omikron heißt, etwas anderes wäre als das, was in der Schweiz Omikron heißt oder in Spanien Omikron heißt oder in Großbritannien Omikron heißt. Das heißt, es gibt eigentlich einen einzigen Auftrag an die Politik und dieser Auftrag lautet: zurück zur Normalität, zurück zur Freiheit, zurück zur Verhältnismäßigkeit und zu einer Politik des Augenmaßes.
Und diese ganze Befreiung, diese ganze Normalisierung, das brauchen wir heute und nicht morgen. Je schneller, desto besser. Das ist der Auftrag, den die Politik auch in Österreich zu erfüllen hätte, einfach deshalb, weil die Menschen viel zu lange gelitten haben, körperlich gelitten, psychisch gelitten, materiell gelitten, ideell gelitten, ökonomisch, sozial, in allen Lebensbereichen. Und eine verantwortungsbewusste Regierung hätte sich längst dazu durchgerungen, wenn man es gut mit den Bürgern meint, einen Freiheitstag auszurufen, auch für Österreich. Einen Tag, mit dem all diese sinnlosen Maßnahmen beendet werden und wir diese Pandemie, dieses Covid-19, behandeln wie eine andere Krankheit auch. Das heißt, ein Strategiewechsel, weg von der Strategie der Depression, der Angst, der Manipulation und der Unterdrückung hin zu einer Strategie der Hoffnung, der Zuversicht und des Optimismus. Ich glaube, dass das etwas ist, was dieses Land ganz, ganz dringend braucht. Und das ist auch dasjenige, was ich als Verantwortlicher in einer Regierungsposition in dieser Zeit vorangetrieben und von den Kollegen eingefordert hätte. Ja, meine Damen und Herren, das ist also das, was zu tun wäre. Das ist vollkommen klar. Und dann schauen wir uns an, was in Österreich passiert. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil es ist gerade das Gegenteil von dem, was notwendig wäre. Es ist keine Rede von irgendeinem Ausstieg aus diesem Totalitarismus-Trip, auf dem sich die Regierung befindet. Es ist keine Rede von irgendeinem Notaus, von einer Stopptaste, von einer Notbremse. Es ist keine Rede von irgendeiner Entspannung oder gar von irgendeiner Befreiung. Ganz im Gegenteil, man treibt den Corona-Wahnsinn in gewisser Weise zum Exzess. Die Regierung gießt in einer ganz, ganz heiklen Situation eigentlich noch Benzin ins Feuer. Wenn Sie daran denken, dass wahrscheinlich diese Woche wieder einmal der Lockdown für Ungeimpfte eine völlig sinnlose und evidenzbefreite Maßnahme, die nur eine Schikane gegenüber einem Teil der Bevölkerung ist, dass das wieder verlängert werden soll. Und wenn Sie daran denken, dass gerade erst vor wenigen Tagen der Impfzwang im Nationalrat auf den Weg gebracht worden ist. Aus meiner Sicht ist dieser Tag der Beschlussfassung im Nationalrat ein rabenschwarzer Tag in der Geschichte der österreichischen Republik. Und ich glaube, dass all diejenigen, die bei dieser Abstimmung Ja gesagt haben zu diesem Impfzwang, einen biografischen Schandfleck für sich selber produziert haben, den sie nicht mehr loswerden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Regierung größtes Interesse daran hat, den Krisenmodus aufrechtzuerhalten, ja möglichst lange in einem Zustand der Alarmstufe Rot in diesem Land herumwerken zu können und dass das eigentlich das große Ziel ist und da geht man in einem seltsamen Gleichschritt, fast als ob es eine andere Welt wäre, mit den Deutschen, mit politischen Witzfiguren wie einem Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister, der vollkommen willkürlich jetzt hergegangen ist und die Frage der Gültigkeit des genesenen Status einfach auf 3 Monate verkürzt. Einfach so, gegen jede wissenschaftliche Evidenz. Meine Damen und Herren, wir haben einen Punkt erreicht und deswegen sage ich, dass das alles so verrückt ist, wo nicht mehr das zählt, was ist. Es zählen jetzt nicht mehr die Krankenfälle, es zählen jetzt nicht mehr die schweren Verläufe, es zählen jetzt nicht mehr die Intensivbetten, es zählen jetzt nicht mehr die Toten, sondern es zählt jetzt etwas ganz anderes in den Augen der österreichischen Bundesregierung. Es zählt das, was irgendwann einmal vielleicht sein könnte. Das, was vielleicht im nächsten Herbst daherkommt oder das, was vielleicht im nächsten Frühjahr daherkommt. Das ist jetzt die große Gefahr, vor der die österreichische Bevölkerung mit Zwangsmaßnahmen geschützt werden soll. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das hält verfassungsrechtlich nie und nimmer. Noch dazu, wenn man zum Schutz vor dem, was vielleicht in ein paar Monaten kommt, einen Impfstoff an die Bevölkerung verimpfen will, der jetzt schon uralt ist. Das, was jetzt an die Bevölkerung verimpft wird, das ist nicht für Omikron entwickelt worden, das ist nicht für Delta entwickelt worden, das ist ein Impfstoff, der auf Basis von Alpha entwickelt wurde. Und ich glaube, dass Dr. Hadic zu Recht gesagt hat, die Faktenchecker bei Puls 4 werden es dann überprüfen, dass er zu Recht gesagt hat, das ist ungefähr so, wie wenn ich die Influenza des Jahres 2022 mit einem Impfstoff aus dem Jahr 2016 bekämpfen wollte. Das zeigt, wie verrückt dieses ganze System geworden ist. Meine Damen und Herren, die österreichische Regierung ist unterwegs als Geisterfahrer. Die österreichische Regierung, das ist ein politischer Geisterfahrer auf der internationalen Ebene.
Die überfahren die eigene Bevölkerung, und zwar alle, nicht nur die Ungeimpften, sondern auch die Genesenen und die Geimpften, weil die beiden Letztgenannten einer Verordnungswillkür des Gesundheitsministers völlig hilflos ausgeliefert sind mit dem, was hier gesetzlich auf den Weg gebracht wurde. Und sie sorgen dafür, dass Österreich für Verletzungen von Grund- und Freiheitsrechten in der Zwischenzeit zu einem internationalen Beobachtungsfall geworden ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Früher hat man mit Österreich verbunden Gastfreundschaft, den österreichischen Charme, freundliche Leute, eine tolle Tourismusdestination, eine herrliche Landschaft, eine tolle Kultur. Alles das hat man mit Österreich assoziiert. Wenn man jetzt Österreich hört auf internationaler Ebene, dann verbindet man damit einen totalitären Amoklauf und dann verbindet man damit die Vorreiterrolle, die mehr als fragwürdige und mehr als problematische in Sachen Einführung eines Gesundheitskommunismus. Sie kennen wahrscheinlich genauso gut wie ich den Ö3-Verkehrsfunk. Und da müsste man dann angesichts dieser politischen Geisterfahrerei in etwa folgende Warnung ausgeben. Das wird dann in etwa so klingen. Sie kennen das, das Düdel-Dü, Düdel-Dü. Dann kommt dann die Warnung und die lautet: Achtung, liebe Freunde der Gesundheit und der Freiheit und der Menschenrechte, wir haben eine wichtige Durchsage für Sie. Auf den Weg in Richtung Freiheit und Normalität kommt Ihnen auf dem Gebiet der Republik Österreich ein schwarz-grüner epidemiologischer Geisterfahrer mit einem rot-pinken Anhänger entgegen. Bitte fahren Sie vorsichtig und bleiben Sie auf Ihrer Seite. Wir geben Entwarnung, sobald der Geisterfahrer das Territorium verlassen hat. Düdel-dü, düdel-dü. So in etwa würde diese Geisterfahrerwarnung klingen und sie wäre höchst angebracht. Und ich glaube, es wäre auch die einfachste und naheliegendste Lösung, die darin zum Ausdruck kommt, dass nämlich diese Regierungsgeisterfahrer das Territorium verlassen, dass sie zurücktreten, dass sie eines tun, dass sie zunächst einmal in einem ersten Schritt alle diese evidenzbefreiten Zwangsmaßnahmen absetzen, aussetzen, abschaffen und in einem zweiten Schritt, der die unmittelbare Folge davon sein müsste, sofort ihren Rücktritt umsetzen. Das ist entscheidend. Es gibt keinen Pardon für das, was diese Leute der österreichischen Bevölkerung angetan haben. Und es wäre höchst an der Zeit, den Weg aus Verantwortungsbewusstsein für das Land, auch was die internationale Resonanz betrifft, für Neuwahlen frei zu machen. Aber es ist halt immer so in Österreich, dass das Vernünftigste und das Kostengünstigste und das, was am naheliegendsten wäre, dass das das Letzte ist, was getan wird, und deshalb müssen wir einen anderen Weg gehen. Und dieser andere Weg lautet, dass wir, und da spreche ich auch von der Freiheitlichen Partei, aber nicht nur von der Freiheitlichen Partei, dass wir diese Regierung und die angehängte Scheinopposition dann gleich dazu in diesem anstehenden Jahr 2022 aus dem politischen Verkehr ziehen müssen. So einfach ist es. Ich sehe darin einen demokratischen Sicherheitsauftrag, den wir diesem Land schuldig sind und den ich mit der Freiheitlichen Partei und mit vielen anderen, mit Millionen von Menschen in diesem Land in den kommenden Monaten umsetzen möchte. Wir haben da, glaube ich, eine gemeinsame Einschätzung mit ganz, ganz vielen Leuten, die in anderen Bereichen vielleicht gar nicht der Meinung der Freiheitlichen Partei sind. Aber hier treffen wir uns. Dass es höchst an der Zeit ist, dass es in diesem Land Neuwahlen gibt, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat, die Frage von Vertrauen und Misstrauen neu zu bewerten und beides neu zu verteilen, dass es jetzt reicht mit diesen evidenzbefreiten Wahnsinnigkeiten, mit diesem Zwangsregime und mit diesem Gesundheitskommunismus und mit dieser Bevormundung. Und es kommt noch etwas dazu, das darf man nicht vergessen, dass es auch sehr, sehr viele Leute gibt, die die Nase gestrichen voll haben, von einer österreichischen Volkspartei, die mehr als je zuvor, und das kommt jetzt jeden Tag mehr zum Vorschein, im Korruptionssumpf steckt, von dieser Regierung sozusagen bevormundet zu werden, die glaubt, dass die Ämter in dieser Regierung dazu dienen, dass man sich selber seinen eigenen Apparat des Machterhalts und der Freihandelwirtschaft in der Verwaltung der Republik weiter aufrechterhalten kann. Das ist die Korruptionsform. Das soll man nicht vergessen, dass das die zweite große Problematik dieser Regierung sein wird in den kommenden Wochen und Monaten. Und dafür werden schon wir Freiheitliche auch im Untersuchungsausschuss sorgen. Und meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sagen, ja, der kann leicht reden. Was wird denn davon übrig bleiben? Ich darf Sie daran erinnern, dass ich ungefähr vor einem Jahr an dieser Stelle gesagt habe, Kurz muss weg. Und ich habe das vor dem Hintergrund der Problematik seiner Corona-Politik und vor dem Hintergrund der Korruptionsproblematik
der ÖVP, des Sebastian Kurz und anderer, gemacht. Und ich tue das Gleiche heute vor dem Hintergrund dieser Corona-Maßnahmenpolitik und ich tue das Gleiche vor dem Hintergrund der Korruptionsproblematik, die keine geringere geworden ist. Und Sie werden am Ende des Jahres sehen, dass ich auch diesmal recht behalte. Impfzwang, Österreich wehrt sich. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen klipp und klar, dass nur diesem sich wehren über fast 2 Jahre jetzt in der Zwischenzeit mit einer zunehmenden Intensität in den letzten Monaten und in den letzten Wochen, dass es nur diesem sich wehren überhaupt zu verdanken ist, dass die Regierung bei ihrem Impfzwanganschlag, den sie dann durchgeführt hat, bei dieser unheilvollen Gesetzesinitiative, die auf den Weg gebracht wurde, nicht mit der vollen Härte zugeschlagen hat, mit der sie hätte zuschlagen wollen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es ist ein riesiger Erfolg, der hier dieser Widerstandsbewegung, dieser Freiheitsbewegung in Österreich und allen, die dazu einen Beitrag geleistet haben, gelungen ist. Die Regierung wollte mit der vollen Härte hier zuschlagen. Sie wollte auf alle zuschlagen, ich habe schon einmal gesagt, nicht nur auf die Ungeimpften, sondern auch auf die Genesenen, die irgendwann einmal diesen Status verlieren und dann auch Opfer dieses Impfzwangs werden. Auf diejenigen, die nur einmal oder zweimal geimpft sind und nach Ablauf der Fristen, die man ihnen gewährt, um aufzufrischen oder wieder dabei zu sein, auch Opfer des Impfzwangs zu werden. Das heißt, diese Keule geht auf die gesamte Bevölkerung nieder. Und sie wollte mit der vollen Härte zuschlagen. Aber es war eben der Widerstand von Millionen Menschen in diesem Land, der genau das verhindert hat. Der leise Widerstand in der Familie, im Freundeskreis, vielleicht in der Arbeitswelt, der laute auf der Straße bei Demonstrationen, bei Kundgebungen, der parlamentarische Widerstand der Freiheitlichen Partei, die in der Zwischenzeit als einzige Oppositionspartei übrig geblieben ist, unsere außerparlamentarischen Aktivitäten Seite an Seite mit unzähligen Bürgern aus allen Schichten der Gesellschaft. Es war die Stellungnahmenlawine, die einzigartig gewesen ist im Zusammenhang mit diesem Gesetz. Es waren die Volksbegehren, die auf den Weg gebracht wurden von engagierten Persönlichkeiten und die große Unterstützung gefunden haben. Es waren offene Briefe, es waren Auftritte, es waren Aufrufe von Prominenten, von Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Medien, Ärzte, Polizisten und so weiter und so weiter. Sie kennen das alles. Und nur das, dieses sich wehren, hat dazu geführt, dass dieser Schlag nicht mit der Heftigkeit geführt wurde, wie man ihn führen hätte wollen. Und an dieser Stelle noch einmal mein großes Dankeschön an allen, die dazu einen Beitrag geleistet haben. Das heißt, die Regierung ist angesichts des Widerstands zurückgeschreckt. Und anstelle eines Schlages hat sie etwas anderes präsentiert, nämlich einen Stufenplan, quasi mehrere Schläge oder die Schläge verteilt auf verschiedene Stufen, auf verschiedene Phasen. Und das Ziel der Regierung ist kein anderes, als Zeit für sich zu gewinnen. Das ist das Ziel. Aber ich sage Ihnen hier und heute, wir werden diejenigen sein, die Widerstandsbewegung, die diese Zeit für sich nützt, um den endgültigen Sieg auch über diese Regierung zu erringen. Weil, meine Damen und Herren, genau der jetzige Zeitpunkt, dieses Inkrafttreten auch des Gesetzes, diese Beschlussfassung, das ist für uns der Punkt, wo die zweite Ebene des Sich-Wehrens jetzt einsetzt. Und diese zweite Ebene ersetzt die erste nicht, das ersetzt nicht den politischen Kampf, parlamentarisch, außerparlamentarisch, auf allen Ebenen, direkt demokratisch, in der repräsentativen Demokratie und wo auch immer, sondern diese zweite Ebene ergänzt diese erste. Und diese zweite Ebene ist unverzichtbar und das ist die rechtliche Ebene. Und die kann erst jetzt beginnen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes. Sie wissen, es war zunächst die Abstimmung im Nationalrat, es wird am 2.2. eine Abstimmung im Bundesrat geben. Ich bin ja gespannt, ob die burgenländischen Helden des Herrn Doskozil vielleicht im Bundesrat den Mut finden, dann gegen dieses Gesetz zu stimmen. Herr Doskozil hat ja den Mund sehr, sehr weit auch aufgerissen im Zusammenhang mit dieser Impfpflicht, hat sich als großer Kritiker gezeigt. Ja, seine burgenländischen Abgeordneten sind zumindest im Nationalrat umgefallen. Jetzt werden wir schauen, was die SPÖ Burgenland im Bundesrat dann tut. Und wenn es dort diese Beschlussfassung gibt, dann wird es der Bundespräsident unterschreiben, so wie er bisher alles unterschrieben hat. Dafür haben sie ihn ja da drüben in der Hofburg, dass er kritiklos alles durchwinkt. Ich sage dazu, was besonders bedauerlich ist, weil er in der Zwischenzeit genügend Zeit gehabt hätte, sich einmal
an einen Tisch zu setzen mit kritischen Ärzten, sich einmal an den Tisch zu setzen mit Juristen, die die Dinge anders sehen als die Bundesregierung, um hier mal einen umfassenden Lagebericht auch zu bekommen. Stattdessen verbarrikadiert er sich, bastelt möglicherweise seine Wiederkandidaturpläne, aber will offenbar von den Menschen, die auf der Straße hier um ihre Freiheit kämpfen, in den verschiedensten Varianten, die um eine evidenzbasierte Medizin kämpfen, von denen will er nichts wissen, dort will er nicht einmal anstreifen. Er wird es also unterschreiben, dann wird dieses Gesetz kundgemacht und dann kommt diese Maschinerie des Widerstands auf rechtlicher Ebene in Gang. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden damit die Regierung zur Ermattung bringen und wir werden die Bürokratie so fordern in diesem Land, dass es nur so ächzt und kracht im bürokratischen Gebälk, kann man sagen. Und das Ganze, und das ist der Riesenvorteil dabei, ohne den einzelnen Bürger in irgendeiner Form zu gefährden oder irgendwie überzustrapazieren, und das alles natürlich vollkommen legal, weil wir nichts anderes tun, als die Möglichkeiten auszunutzen, die uns die Rechtsordnung an die Hand gibt. Und das ist mir eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass die Menschen, die sich jetzt nicht zwingen lassen wollen, etwas gegen ihren Willen zu tun in Form dieser Impfung, dass die Menschen wissen, dass so wie wir bis jetzt den politischen Kampf unterstützt haben und ihn weiter unterstützen werden, dass wir jetzt auch auf der juristischen, in der juristischen Auseinandersetzung auf ihrer Seite stehen werden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft auch in dieser Pressekonferenz, dass ich den Menschen ausrichten möchte, bleiben Sie ruhig, es besteht überhaupt gar kein Grund zur Panik. Die Regierung hat versucht, sich durch ein größeres Zeitfenster zu retten, aber dieses größere Zeitfenster hilft uns. Es ist auf unserer Seite. Zunächst einmal deshalb, weil bis zum 15. März, und das ist doch eine vergleichsweise lange Zeit, einmal überhaupt gar nichts passiert. Wenn Sie bis zum 15. März irgendein Schriftstück erhalten von einer Gesundheitsbehörde oder wem auch immer, wo Sie eine Aufforderung haben, sich impfen zu lassen, vielleicht sogar schon mit dem Angebot eines Termins, ich habe das auch bekommen, obwohl ich es nicht haben wollte, dann ist das ein Fall für das Altpapier, wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen. Und es hat für Sie keine negativen Konsequenzen, es gibt keine Strafen, die darauf stehen. Also bis zum 15. März passiert überhaupt gar nichts. Ich habe heute nicht zufällig dieses Tafel hier herstellen lassen, www.impfzwang.at. Das ist deshalb ganz wichtig, weil diese Homepage www.impfzwang.at, die wir jetzt dann auch umfassend in die Bewerbung bringen werden, der Dreh- und Angelpunkt für alle Informationen im Zusammenhang mit diesen Widerstandsbemühungen und diesen Widerstandsmöglichkeiten sein wird. Das heißt, Sie finden dort alles, was politisch von Relevanz ist, alle Kundgebungstermine, Demonstrationstermine, Volksbegehren, was es dort alles auf der politischen Ebene gibt. Und Sie finden auf der anderen Seite dort einen umfangreichen rechtlichen Serviceteil, der laufend ergänzt wird. Und ganz zentral auf dieser Seite www.impfzwang.at ist eine Art, ja, ich nenne es Checkliste oder eine Art Leitfaden, ein Angebot, aus Frage und Antwort, wo wir alle möglichen Konstellationen, die es geben kann, alle Formen der Betroffenheit zu allen zeitlichen Stufen, die jetzt dann kommen werden, aufgearbeitet haben und eine entsprechende, sage ich mal so, Leitlinie für die Menschen, die hier nicht einverstanden sind, damit gezwungen zu werden, erarbeitet haben. Das heißt, wir nehmen die Menschen hier quasi an der Hand. Von dem Zeitpunkt ab dem 15.03., wo man dann vielleicht bei einer Polizeikontrolle aufgefordert werden kann, seinen Impfstatus nachzuweisen und man ist ungeimpft, das ist die eine Möglichkeit, oder dann in weiterer Folge, wenn man dann ein Behördenschriftstück erhält in dieser Rasterfahndung, die da vorgesehen ist und dann tatsächlich etwas in der Hand hat, wo es um die Beeinspruchung geht. Wir nehmen die Menschen hier an der Hand und sagen ihnen Schritt für Schritt, wie man hier dagegen vorgehen kann und wie man sich wehren kann. Und eine ganz entscheidende Botschaft ist, dass man da ganz, ganz weit kommt, ohne dass man dafür einen Anwalt braucht, dass man da ganz, ganz weit kommt, ohne dass man dafür einen einzigen Euro ausgeben muss. Das ist unser Angebot an die Bevölkerung. Das wird so aufgebaut sein, dass wir auf der einen Seite das Ganze natürlich als Text haben, um das nachzulesen. Es wird dann natürlich auch Folder geben, Hardcopy. Wir werden das bei den Veranstaltungen, bei den Demonstrationen zur Verteilung bringen. Wir werden aber als Freiheitliche Partei natürlich auch unsere Infrastruktur in den Ländern, unsere Ortsgruppen dafür nutzen, um diese Informationen an die Bevölkerung zu bringen.
Es wird in weiterer Folge Erklärvideos auch geben, wo wir das, was dafür schriftlich ist, auch noch einmal in Videoform sozusagen veranschaulichen. Die einzelnen Portionen, alles das, was sozusagen an persönlicher Betroffenheit hier passieren kann, damit wir für jede Eventualität gerüstet sind. Die Menschen haben dort die Möglichkeit, auf dieser Homepage sich für einen Newsletter einzutragen, damit sie auch immer am Laufenden sind, weil ja diese Gesetzesvorlage eine unglaublich weitreichende Ermessensangelegenheit oder einen weitreichenden Ermessensspielraum für den Gesundheitsminister vorbereitet hat und wir ja nicht wissen, wie die Verordnungen des Gesundheitsministers aussehen. Er ist ja da eigentlich vollkommen frei in seiner Entscheidung, weil seine parlamentarische Mehrheit ja ohnehin jeden Ausschuss abwinkt. Damit man also da am Laufenden bleibt, gibt es die Möglichkeit, hier über diesen Newsletter sich auch informieren zu lassen. Und wir werden natürlich anbieten, ja, ich nenne es einmal Musterformulare für Beeinspruchungen. Besser wäre es vielleicht davon zu sprechen, Bausteine, aus denen man eine solche entsprechende Beeinspruchung zusammensetzen kann, damit es eben dann auch möglichst individuell immer die persönliche Betroffenheit auch widerspiegelt und dass das dann auch im entsprechenden, in der entsprechenden Beschwerde zum Ausdruck kommt. Das ist also die eine Komponente. Die zweite Komponente ist der Angriff auf dieses Gesetz beim Verfassungsgerichtshof. Und das ist natürlich eine aufwendige Angelegenheit, das ist eine kostenintensive Angelegenheit, aber es besteht keine Notwendigkeit für den einzelnen Bürger, das zu machen. Das möchte ich auch deutlich sagen, das übernehmen wir und das übernehmen auch andere in diesem Land. Zum einen mit einem Angriff auf dieses Gesetz im Allgemeinen, auf diese großen Verfassungsmängel, die in diesem Gesetz zuhauf zu finden sind. Wir haben da ja unter anderem ein Gutachten von Professor Geistlinger erstellen lassen, da arbeiten aber viele andere Juristen auch noch mit, die diese großen Knackpunkte, diese Grundrechtsverletzungen, diese Menschenrechtsverletzungen, die da drinnen stehen, angreifen, diese Verletzung des Legalitätsprinzips mit dieser unglaublichen Vollmacht für einen Gesundheitsminister, was ja in Wahrheit ein Systembruch ist. Wir sind ja da weg von einer Gewaltenteilung, wo das Parlament die Regeln vorgibt. Wir sind da eigentlich in einem Polizeistaat, wo die Verordnung, in dem Fall halt der Gesundheitsminister, per Verordnung eigentlich vollkommen willkürlich und eigenständig und ohne Kontrolle agieren kann. Das ist eine unglaubliche Verschiebung, die hier stattfindet. Und alles das werden wir natürlich vor dem VfGH bekämpfen. Und wir werden dort eine zweite Schiene auch aufmachen. Und das ist diejenige der Individualbeschwerde, mit einer anderen Stoßrichtung, dass wir nämlich einzelne Fälle der Betroffenheit hernehmen, mit einer Individualbeschwerde diese einzelne Konstellation vor dem VfGH bringen, um dort zu einer Entscheidung zu kommen. Was meine ich damit? Jemand, der zum Beispiel Covid-19 bereits gehabt hat, als Genesener gilt, dann läuft die völlig willkürliche Zeitrahmen von 6 Monaten ab. Diejenige Person hat aber danach einen aufrechten Immunschutz in Form von Antikörpern oder zum Beispiel T-Zellen. Trotzdem verliert man den Immunschutz, soll zu einer Impfung gezwungen werden, die ja nur einen Zweck hat, nämlich einen Immunschutz aufzubauen. Das ist also eine solche individuelle Betroffenheit, wo aus unserer Sicht sozusagen, wo man den Verfassungsgerichtshof damit befassen muss und das genügt, wenn das einer macht. Wenn eine Person das macht und der VfGH kommt zu der Entscheidung, dass das alles so nicht geht, dann gilt es natürlich auch für alle anderen Personen, die in einer ähnlichen Lage sind. Und da werden wir solche Fälle herauskristallisieren. Verschiedene Formen der Betroffenheit, die sich dann ergeben werden, aus der konkreten Formulierung auch der Verordnung und diese Dinge in Form von Individualbeschwerden an den VfGH geben. Und wir arbeiten dann natürlich mit unseren Landesgruppen zusammen. Sie haben ja auch schon vor ein paar Tagen gehört, dass auch die Landesgruppe Oberösterreich sich dort entsprechend einbringt und auch andere. Und ich freue mich über jede Initiative österreichweit, egal woher sie kommt und egal wer das auf den Weg bringt, um dieses Gesetz zu Fall zu bringen und wenn die Möglichkeiten genutzt werden, die uns die Rechtsordnung gibt, wenn wir uns hier an den Verfassungsgerichtshof wenden. Es gibt eine dritte Schiene auf der juristischen Ebene. Und an dieser Stelle möchte ich appellieren. Es ist eine Möglichkeit, die die Landesregierungen haben. Die Landesregierungen können ihrerseits einen Beschluss fassen, der dazu führt, dass der VfGH genötigt ist, in einer Art Schnellprüfungsverfahren ein Gesetz des Bundes einer Kontrolle zu unterziehen.
Sie wissen ja, dass es dem VfGH, dem Verfassungsgerichtshof, in gewisser Weise selbst obliegt, sich seine Tagesordnung anzufüllen und zu sagen, wann er sich wo mit welcher Problematik befasst. In diesem Fall ist das nicht so. Wenn eine Landesregierung den Beschluss fasst, dass ein bestimmtes Gesetz, in diesem Fall dieses Impfzwanggesetz, vom VfGH zu prüfen ist, dann muss es der VfGH auf die Tagesordnung seiner nächsten Session nehmen. Und auch hier habe ich eine große Erwartungshaltung in Richtung Burgenland. Herr Doskozil hat dort die absolute Mehrheit. Der kann das jederzeit in die Wege leiten. Ich denke aber auch, dass es eine Möglichkeit in Oberösterreich wäre. Also wenn ich jetzt dort Landeshauptmann Stellvertreter wäre, dann würde ich mit dem Herrn Stelzer das Gespräch suchen und den Versuch unternehmen, hier eine solche Schnellprüfung auch zu erwirken. Und da kann man schon unterschiedlicher Meinung sein, so wie die ÖVP und die FPÖ in Sachen Impfzwang. Aber da geht es ja um was anderes. Da geht es ja darum, die Bevölkerung aus dieser Unsicherheit herauszunehmen. Und wenn dann eine Entscheidung fällt und man weiß, was los ist, dann herrscht zumindest Klarheit. Ja, also ich glaube, dass das ein Weg ist, den man auf jeden Fall einschlagen sollte. Und ich bin überrascht, dass das bisher von Seiten der Landesregierungen nicht öfters gemacht wurde. Ich habe jetzt vernommen, dass der Herr Landeshauptmann Stelzer, der Landeshauptmann Platter, der Landeshauptmann Doskozil und der Landeshauptmann Kaiser gegen die Lockdown-Verordnung der Bundesregierung sind. Und auch hier hätte es längst die Möglichkeit gegeben, auf diese Art und Weise diese entsprechende Verordnung zu bekämpfen und zu einer Entscheidung von Seiten des Höchstgerichtes zu kommen. Ja, Sie sehen also, es gibt ein breites Repertoire an Maßnahmen, die wir hier setzen können. Und ich habe gesagt, dass die Bürokratie dort ächzen wird. Ich weiß das jetzt aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Anzeige bekommen wegen einem Masken- und Abstandsvergehen im März des letzten Jahres. Und ich bin ungefähr vor 14 Tagen dann beim Verwaltungsgericht gewesen zu einer mündlichen Verhandlung. Also das zeigt, wie lange es braucht, vom März des letzten Jahres bis zum Jänner dieses Jahres, um hier mal auf die Ebene des Verwaltungsgerichts zu kommen. Entscheidung habe ich noch immer keine. Ja? Und ich glaube, dass das sozusagen von der Zahl her, von den Fällen, die da zu behandeln sind, vergleichsweise wenig ist, gemessen an dem, was da an Einsprüchen und an Widerstand gegen die Impfpflicht daherkommen wird. Und ich glaube auch, dass die Erfolgsaussichten, obwohl die Leute das selber machen können, groß sind. Ich darf darauf verweisen, dass wir in der ersten Phase auch unserer Protestmaßnahmen den Leuten eine solche Do-it-yourself-Anleitung auch gegeben haben im Zusammenhang mit Einsprüchen, was die Masken und den Abstand betrifft. Und wir haben dort 700 solche Verfahren gewonnen. Da ist nichts übrig geblieben. Das hat sich alles in Luft aufgelöst. Und die Leute, die sich vorher fürchten mussten, dass sie da irgendwo Strafe zahlen müssen und so weiter, sind alle ohne irgendwelche Strafzahlungen davongekommen. Und genau das wollen wir jetzt eben auch parallel verschieben. Und der entscheidende Punkt bei all dem wird sein, ich habe gesagt, es braucht Zeit, ein solches Verwaltungsverfahren, diese persönlichen Einsprüche. Und die Zeit vergeht und während diese Zeit vergeht, wird Omikron durch sein. Während diese Zeit vergeht, wird Omikron durch sein und der politische Druck, sowohl von innen, das ist wieder die erste Ebene, die FPÖ, die Protestbewegung, der wird stärker werden und der Druck von außen, der Blick auf Österreich wird stärker werden, wenn man gegen jede Evidenz, wenn man dann, wenn diese Welle vorbei ist, nicht aufhört, ein Zwangsregime gegen die eigene Bevölkerung implementieren zu wollen. Und diesen Druck, den wird die Bundesregierung nicht aushalten. Und Sie sehen ja, wenn Sie genau hinhören, Sie merken ja schon, dass man sich Fluchttüren aufmacht von Seiten der Regierung. Also vor kurzem, der Herr Popper, nicht der große Philosoph, der ist schon tot, sondern der Mathematiker der Simulationsforscher, glaube ich, ja. Der hat sich ja, ich weiß nicht, hat er sich verplaudert oder war es der Auftrag der Regierung, diesen Begriff auch in die Welt zu setzen, aber man entdeckt ihn dann immer öfters, die Immunisierungsquote. Das ist jetzt der neue Begriff. Nicht mehr die Impfquote. Früher haben alle von einer Impfquote gesprochen, die man erreichen muss. Und wenn die Impfquote nicht, ich weiß nicht, zuerst waren es 80%, dann 85, dann 90, dann 95, wenn man das nicht erreicht, dann ist die Tragödie perfekt.
In der Zwischenzeit spricht man von der Immunisierungsquote, die erreicht werden muss. Und die Immunisierungsquote ist was ganz was anderes, weil Sie dort natürlich auch alle Menschen hineinzählen können, die genesen sind und die die Infektion hinter sich haben. Das heißt, die Regierung hat sich hier den Fluchtweg bereits eingebaut, um aus dieser Sackgasse, wo sie sich hineinmanövriert hat, irgendwie wieder herauszukommen, aber das entbindet sie nicht der Verantwortung für all das, was sie der Bevölkerung angetan hat. Also unterm Strich würde ich sagen, dass die Regierung diesen Kampf um die Impfpflicht oder um den Impfzwang längst verloren hat. Die Bundesregierung weiß es, nur zugeben tut sie es noch nicht. Und der nächste Akt des Widerstands, der wird sie dann dazu bringen, dass man das auch offiziell zugeben muss. Und dann hat auch die letzte Stunde dieser Bundesregierung geschlagen. Vielen Dank. Herr Klubmann, nur kurz ein kurzes Update. Während unserer Pressekonferenz hat der Bundeskanzler gesagt, dass der Lockdown für Ungeimpfte am Montag enden wird. Ob das auch für 2G im Handel und körpernahe Dienstleistungen gilt, wissen wir noch nicht. Aber damit jetzt Zeit für Ihre Fragen. Bitte immer Name und Medium voranstellen, damit die Zuschauer im Livestream auch wissen, wer hier Fragen stellt. Bitte. Postbeschild, Servus TV. Wäre auch gleich meine Frage an den Herrn Kickl gewesen. Lockdown für Ungeimpfte endet am kommenden Montag. Was sagen Sie dazu? Sind Sie zufrieden? Es war Ihre Forderung. Und wäre dieser Tag dann auch dieser Tag der Freiheit, den Sie sich vorstellen? Also ich freue mich natürlich darüber und es zeigt, dass der Protest von tausenden Menschen, von Zehntausenden, von Hunderttausenden in ganz Österreich über einen so langen Zeitraum, dass das wirkt. Das zeigt es. Das ist für mich der Beweis dafür und es bestätigt auch das, was ich Ihnen jetzt zuletzt in der Pressekonferenz gesagt habe, dass die Regierung schon daran bastelt, sich irgendwelche Fluchtwege zu bereiten, sich irgendwie aus der Verantwortung zu stellen und so zu tun, als ob all das, was sie vorher angerichtet hat, nicht auf ihren Mist gewachsen wäre. Aber der Freiheitstag kann das noch nicht sein. Also solange wir ein Testregime haben, das in Wahrheit eine statistische Epidemie konstruiert, weil man immer noch einen Infizierten mit einem Erkrankten gleichsetzt, und solange wir einen Impfzwang für die Bevölkerung von 18 aufwärts, solange so etwas im Raum steht, kann von diesem Freiheitstag noch keine Rede sein. Aber Sie werden sehen, auch das wird fallen. Auch das wird fallen. Das geht jetzt wie beim Domino. Und am Ende fällt die Regierung. Das ist dann der letzte Stein. Gut so. Weitere Fragen? Ich glaube, gleich daneben. Bitte schön. Ja, Haberer von der APA. Ich habe eine Frage zum Herrn Nationalratspräsidenten. Der hat zwei Dinge in den Raum gestellt. Einerseits, dass er nicht abgeneigt ist, wie in Deutschland im Parlament Regeln anzudenken, dass Abgeordnete ungeimpft sind, auf die Galerie zu verbannen oder im Livestream nur zuzuschalten. Da bräuchte es allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Was sagen Sie dazu? Und das Zweite ist, er hat auch gemeint, er wäre für einen eigenen Antisemitismusparagrafen, weil die rechtlichen Mittel nicht ausreichend wären. Aktuell etwa bei Corona-Demos, wenn Slogans wie Impfen macht frei propagiert werden. Was halten Sie von diesem Vorschlag vom Herrn Präsidenten? Also zunächst einmal, was jetzt den ersten Vorschlag betrifft, kann ich nur sagen, der Herr Nationalratspräsident ist wirklich von allen guten Geistern verlassen. Also offenbar glaubt man wirklich, die Zeit bewegt sich in Österreich und in Deutschland in genau die umgekehrte Richtung wie überall anders auf der Welt. Weil sonst kann man ja so etwas nicht mehr erklären. Überall anders wird von Lockerungen gesprochen, überall anders geht man davon aus, dass wir einen endemischen Zustand erreichen werden, dass wir diese Krankheit behandeln werden wie andere saisonale Erkrankungen, dass man das unter Kontrolle bekommt. Und die träumen noch immer ihre autoritären Träume und Fantasien. Also das wird er ja nie und nimmer umsetzen in Österreich. Ich glaube, dass der Herr Nationalratspräsident Sobotka, und das bringt mich gleich zum Zweiten, bemüht ist, irgendwelche Ablenkungsfronten aufzumachen, weil er eine panische Angst davor hat, dass er möglicherweise mit seiner Rolle im Innenministerium oder als ÖAB-Funktionär, auf jeden Fall als Vertreter der niederösterreichischen ÖVP, in wenigen Wochen schon das Epizentrum eines ganz gigantischen Korruptionsskandals sein könnte. Das ist das wirkliche Problem des Herrn Sobotka. Und jetzt schlagt er halt irgendwo ein paar Wellen, um anders noch in die Berichterstattung zu kommen. Aber ich glaube, er schläft in diesen Tagen ganz, ganz schlecht, weil er einen panischen Schiss davor hat, was auf dem Handy des Herrn Kleubmüller alles zu finden ist. Vielen Dank. Weitere Frage? Bitte schön. Peter Unger vom ORF.
Die Frage, Sie haben gesagt, das ist ein Angebot an die Bevölkerung. Wie darf ich das verstehen? Ist das auch ein Aufruf, sich sozusagen dem Impfpflichtgesetz zu widersetzen? Und die zweite Frage, Sie haben den Bundespräsidenten angesprochen, da gibt es immer wieder Gerüchte, dass sogar Sie selber kandidieren könnten. Wie kommentieren Sie das Gerücht? Also zunächst einmal, nein, das ist kein Aufruf, sich zu widersetzen, sondern das ist ein Aufruf an all diejenigen Leute, die für sich zur Überzeugung gekommen sind, dass sie diese Impfung nicht haben wollen und die gute Gründe dafür haben, die Rechtsmittel auszunutzen, die in unserer Rechtsordnung vorgesehen sind, um diese Gründe geltend zu machen. Und das, was meine wesentliche Botschaft in dieser Pressekonferenz ist, ist, dass die Leute sich jetzt einmal nicht fürchten müssen, weil man hat manchmal dann den Eindruck, als ob hier die Strafen gleich drohen könnten, als ob man hier sofort zur Impfung antreten müsste. Das ist nicht der Fall. Die Regierung hat in letzter Konsequenz aufgrund des öffentlichen Drucks hier sozusagen noch einen kleinen Bremsfallschirm eingebaut, hat einmal ein Zeitfenster bis Mitte März offen gelassen und erst dann werden diese Dinge überhaupt schlagend und wir werden sehen, ob sie dann noch schlagend werden. Also ich will hier einen Beitrag auch zur Sicherheit und zur Beruhigung der Menschen leisten. Ich will Ihnen einen soliden, einen seriösen und einen leicht verständlichen Leitfaden an die Hand geben, damit Sie das tun können, was Ihr gutes Recht ist, nämlich dann auch einen Einspruch gegen einen entsprechenden Strafbescheid zu formulieren. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber das muss man den Menschen sagen, wie das geht, weil im Normalfall hat man ja nicht dauernd mit diesen Dingen zu tun. Und das ist das Ziel dieser Initiative. Und jetzt sage ich noch etwas dazu. Ich kenne ja auch die österreichische Verwaltung von der Innenseite her, ja, weil als Regierungsmitglied ist man ja Chef einer Verwaltungseinrichtung, Ministerium ist ja nichts anderes als Bundesverwaltung und ich weiß, wie leistungsfähig unter Anführungszeichen bestimmte Strukturen in diesem Land sind. Ja. Zum Zweiten, was die Bundespräsidentenwahl betrifft, ich schaue gerade aufs Datum, heute ist der 26. Jänner, ich weiß gar nicht, wann die Bundespräsidentenwahl sein wird, ich glaube irgendwann einmal in der zweiten Jahreshälfte, so schaut es aus. Ja, da haben wir doch noch alle Zeit der Welt. Ja, ich weiß jetzt noch nicht einmal, ob der Bundespräsidentschaftskandidat Van der Bellen, ob es den überhaupt geben wird. Wir haben beim letzten Mal alle dadurch überrascht, dass wir uns möglichst spät in die Karten schauen haben lassen. Die Strategie war erfolgreich und genauso werden wir das diesmal machen. Aber eines würde ich an dieser Stelle gerne wissen und es ist dann egal, wer antritt. Jetzt dann ein Kandidat oder wer der Kandidat der Freiheitlichen Partei sein wird oder auch andere Gegenkandidaten. Ich würde gerne vom Herrn Bundespräsidenten wissen, ob er in dieser Wahlauseinandersetzung, wenn er wieder antritt, ob er auch so feig ist wie der Heinz Fischer und sich Fernsehdiskussionen entzieht. Ich würde das gerne wissen. Ich glaube, die österreichische Bevölkerung hat ein Recht darauf. Jetzt weiß ich, dass er sich vor den Ärzten versteckt. Jetzt weiß ich, dass er sich vor Juristen versteckt, die eine andere Meinung haben als die Bundesregierung. Ich weiß, dass er sich vor der Bevölkerung versteckt. Versteckt er sich dann vor den Gegenkandidaten auch? Und werden ihm die Medien das durchgehen lassen? Das ist eine spannende Vorfrage, die auch zu klären wäre. Dafür ist jetzt die Zeit. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sage ich einen recht schönen Dank fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, alles Gute.